Tragetuch sollte faltenfrei vor dir liegen. Die Mitte an deinem Bauchnabel und dann kannst du es einmal auffächern. Hinterm Rücken kreuzen und über die Schultern nach vorne werfen. Dann achte darauf, dass es keine Verschlingungen gibt, sondern dass die Bahnen gerade verlaufen, eventuell nachkorrigieren. Vor dem Bauch kreuzt du beide Seiten und verknotest sie hinterm Rücken. Achte darauf, dass es schön eng ist, schön fest ist. Unkompliziert einen Doppelknoten. Nun kannst du das Baby reinsetzen. Ein Beinchen, dann das andere. Die Bahn, die untere Bahn zuerst auffächern. Von Kniekehle zu Kniekehle gehen, ganz wichtig mit dem Stoff, und dann die obere Bahn von Kniekehle zu Kniekehle. Das Köpfchen drehst du in eine der beiden Richtungen, ganz vorsichtig, am besten nach vorne beugen dafür. Und dann die untere Bahn einmal über das ganze Baby drüber. Schön darauf achten, dass die Hüfte gespreizt ist, die Füße nach außen zeigen. Und wichtig, dass das Baby ganz eng an dir dran ist. Einfach unkompliziert die überschüssigen Enden irgendwo rein, Knoten reinbinden, dass sie nicht runterhängen. Übrigens, wenn man länger unterwegs ist, muss man das Köpfchen nach ca. einer Dreiviertelstunde vorsichtig und langsam in die andere Richtung drehen, einfach, dass das Kind nicht zu lange in eine Richtung schaut. Wie ich euch gerade gezeigt habe, das ist eine Variante der Wickelkreuztrage. Für mich ist das einfach die beste Variante, ein Tuch zu binden, wenn man das Baby denn vorne tragen möchte. Es gibt natürlich ganz viele verschiedene Möglichkeiten und ganz viele verschiedene Bindeanleitungen. Die sind auch alle gut, aber für mich ist das einfach die, die sich als die beste herausgestellt hat. Das ist natürlich ganz persönlich. Ich finde gut an der Variante, dass ich halt auch den Kleinen jetzt rausnehmen kann, beispielsweise stillen kann oder wickeln kann und dann halt auch wirklich wieder reinpacken kann, ohne das Tuch neu zu binden. So, ihr Lieben, lasst uns einmal über das Tragen allgemein reden. Ja, also für mich ist das Tragen im Tragetuch oder in einer Tragehilfe die beste Möglichkeit, mit einem Baby durch den Alltag zu gehen. Ich habe alle meine 4 Kinder getragen, bis sie laufen konnten und nie einen Kinderwagen benutzt. Ich weiß aber, das ist die totale Ausnahme. Und die meisten, ich glaube 99,9% der Frauen benutzen einen Kinderwagen. Und das ist auch gut so. Ich möchte niemandem da reinreden oder irgendwie sagen, das eine ist besser als das andere. Ich sage nur, für mich hat sich das Tragetuch als ein ganz großer Schatz herausgestellt und davon möchte ich euch heute berichten. Das Allerbeste für mich ist, dass ich das Baby immer an mir dran habe und zwar ganz eng. So kann ich genau mitbekommen, wie es ihm geht. Also hat er gerade Hunger oder Durst? Ist die Windel gerade voll? Möchte er ein Bäuerchen machen? Hat er Schluck auf? Ist ihm zu warm oder zu kalt? All die Sachen spüre ich 1:1 und das gibt mir auch ein gutes Gefühl, weil ich genau weiß, alles läuft so, wie es laufen soll und wenn nicht, kann ich sofort eingreifen. Dann ist das Baby ja permanent am Rückeln und Schütteln und im Kontakt mit mir und dadurch bekommt es ja so ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit und das gibt so einem kleinen Baby dieses wundervolle Urvertrauen und ich habe ja jetzt auch an meinen großen Kindern, die ja alle getragen wurden, mit angesehen, wie sie heranwachsen mit diesem ja, tollen Urvertrauen und dann ist es noch schön, dass durch diese aufrechte Position und durch diese angehockte Beinstellung ist die Hüfte in einer, ja, in der idealen Position und ja, das beugt halt allen möglichen Hüftkrankheiten und Rückenschäden vor. Wichtig dabei ist halt nur, dass das Tuch richtig gebunden ist, ne? Also es ist schön eng, das muss richtig stabil hier sein und dann ist es halt auch anatomisch für das Baby Gold wert. Thank you.
allerwichtigste Punkt jetzt für mich, mal so ganz egoistisch, ja, ich habe die Hände frei. Ich kann einfach den Alltag wuppen und meistern, obwohl ich einen kleinen Säugling habe. Ich kann zum Beispiel, wenn ich ihn zu Hause bin, ich ihn mir ja auch um. Ich kann dann mich auch den größeren Kindern widmen. Die brauchen mich ja auch. Ich kann auf allen Vieren mich auf dem Boden mit den Kindern hocken, mit ihnen spielen, mit ihnen machen und tun und ihnen helfen und zur Seite stehen, ohne dass ich immer eine Hand mit einem Baby blockiert habe. Oder ich kann Treppen steigen. Ich muss nicht darauf achten, sind die Straßen für mich breit genug? Ist die Bordsteinkante vom Bürgersteig flach genug? Ist der Abstand zwischen den Autos, um mit Kinderwagen die Straße zu überqueren, weit genug? Ja, ich fühle mich frei und das ist schon ein schönes Gefühl im Alltag, diese Freiheit. Ja, ganz viele Gründe für ein Tragetuch. Aber wie gesagt, ich möchte wirklich niemandem zu nahe treten, der einen Kinderwagen hat. Das soll auf keinen Fall so klingen. Das hat nämlich wahrscheinlich auch Vorteile, nur die kenne ich nicht, dadurch, dass ich nie einen Kinderwagen hatte. So, ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Einmal vielleicht noch kurz zu den Marken und Anbietern der Tragetücher. Meiner Meinung nach sind alle Anbieter, die in Deutschland die Tücher verkaufen, wirklich hochwertig. Ich habe im Laufe der vielen Jahre die unterschiedlichsten Hersteller ausprobiert und kann euch nicht sagen, dass einer besser ist als der andere. Also das heißt, wenn ihr mir jetzt in die Kommentare schreibt, von welcher Marke ist dein Tuch, dann kann ich sagen, ich habe Tücher von bestimmt 10 verschiedenen Anbietern und die haben alle eine gute Qualität. Deswegen mein Tipp an euch, wenn ihr euch ein Tragetuch aussucht, geht nach der Farbe. Welche Farbe gefällt euch am besten, sodass ihr auch mit Baby stylisch aussehen könnt. Tschüss ihr Lieben, ciao. Wir gehen jetzt ein Eis essen. Ich esse es jetzt, der Kleine dann eine Stunde später durch die Muttermilch und wir haben die Hände frei. Ciao, tschüss.